Klappe ist der größte deutsche Bewegtbildpreis. Diese Mischung in der Jury, bestehend aus Agenturen, aus Kreativen und aber auch aus Kunden, das macht, finde ich, die Klappe als Festival ganz besonders. Ich war ziemlich erfreut, dass ich dieses Jahr die Kategorien gesehen habe, weil ich toll finde, dass eine beste Insta-Story und sowas ausgezeichnet ist, weil es in meinem Leben eine ziemlich große Rolle mittlerweile spielt. Also es wird die Arbeit belohnt, so das ganze Herzblut, was man reinsteckt. Und dann am Ende geht es aber natürlich darum, wirkt es auch. Sag ich mal, arbeitet es, werden KPIs erfüllt. Und wenn das dann natürlich noch zusammenkommt und ein Award damit auszeichnet, ist das natürlich doppelt cool. Ich finde Awards wichtig, weil Kreative dann zeigen können, was so geht. Wir haben neue Kategorien gemacht, wir haben die alten rausgeschmissen, wir haben neue, relevante, moderne Kategorien dazugenommen. Wir haben die Jury auch ein bisschen von der Zusammensetzung verändert. Und wir machen aus der reinen Hamburger Veranstaltung eine Hamburg-Berlin-Crossover-Veranstaltung. Ich bin wahnsinnig froh, dass wir die Gala dieses Jahr zum ersten Mal in Berlin feiern können. Und ich freue mich natürlich dann darauf, ganz, ganz viel tolle Live-Musik an den Start zu bringen. Youngster an die Macht.